just make me crack. Wie cool. Das ist so ein bisschen auch GoPro-mäßig, oder? Ja, ist richtig übel. Ist richtig praktisch. Ultra Edding. Wie bist du da drauf gekommen? Umgespielt. Internet. Also, YouTube. Mit dem Ding, da könnte man richtig gute WLOGs machen. Mario. Richtig gute. Das nehme ich auch alles rein jetzt. Was? Was? Ja, ich sehe schon, aber. Cool. Ja. Wir haben gerade aufgenommen. Für Video. Und. Oh, ich bin ja auch dran. Ich bin der Mann, der den Greens. Das hat ihm voll Spaß gemacht. Das war übelst anstrengend. Und jetzt überlegen wir noch, was wir machen. Wir haben nämlich so viel zu tun, wir können uns gar nicht entscheiden, was wir machen wollen, können, sollen, müssen. Ja. Dütz! Dütz? Zeig mal. Das habe ich auch geschaut, als ich mein... Als mein Auge so war so. So ungefähr, ja. Jetzt ist es immer noch scheiße, aber nicht mehr so. Ja, Juli holt jetzt gleich ab. Verlässt uns einfach. Mhm. Der scheiß Bus kommt nicht, weil... Los ist. 10 Minuten Handy noch. Was anderes sagt als der Plan. Hallo. Nein, der hat 59 gesagt. Hallo. Ja, im Fahrradfahren darf man nicht telefonieren. Wer ist das? Keine Ahnung. Einfach Hallo sagen. Ich hab gesagt, sie hat Speise ausgeschnitten. Schwätzer! Weil du jetzt abhaust, oh, hast du... Die hat wegen mir die Speise ausgeschnitten, halt, ist ja ganz still, klar. Halt ganz warte. Was die? Ich bin einfach bis hier drauf, Mann. Ich stehe einfach fast neben der Kamera. Du kannst sogar noch ein Stück weiter rüber gehen. Basti, geh mal ein bisschen weiter darüber, so. Kann ich hier stehen? Sieht man mich noch? Ich geh ein bisschen weiter vorne. Dein Arm jetzt, sieht man. Ja, jetzt sieht man was. Ja, im Prinzip kann man nicht mehr so lange sehen wie ich. Das vor allem, dass ich da sehe. 360 Grad Kamera schon passt. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es ja, nicht mehr. 360 Grad. Ich sehe es nicht mehr. Nicht mehr. Hallo! Das ist wie so ein Auge, das dann die ganze Zeit so anschaut. So. Ist ja auch ein Auge. Juli macht jetzt die Verabschiedung, weil er abhaut. Wiedersehen! Du oh, siehst mich gar nicht. Das ist die Verabschiedung. Wiederschauen und reingehauen. Na, wir machen zusammen, Dutz. Okay, machen wir zu dritt, Dutz. Wie geht das? Und dann einfach so, Dütz! Und dann mit der Faust so in die Mitte, okay? 3, 2, 1. Dütz! Wie das aussieht. Wir gehen jetzt Eis essen. Wieder noch Scheiben abgeben, so bin so busy. Ja. Let's go. Darkness! Wow, das Licht ist cool. Der Blue Light. Lol, hast du einfach den Weißabgleich voll falsch, kann es sein? Ich hab da nichts eingestellt. Die Kamera macht alles falsch. Was steht denn da links oben? Halt mal an. Das ist einfach noch drin. Halt mal an, was steht denn da links oben? Stehen tut da nichts, kann. Oh. Eine Person. Nee, das ist, weil wir uns bewegen. Wenn Bewegung ist, dann müsste es vielleicht angehen. Normalerweise, keine Ahnung. Kann man gleich gucken, da kann man verschiedene Sachen einstellen. Egal, wir warten jetzt auf Chris, dann gehen wir los und vielleicht sieht ihr gleich noch was. Ich hör das nur kurz an. Yay. Nein, ihr seht jetzt was. Wir filmen, wie wir laufen. Ich halte es von mir aus auch. Das ist einfach so cool. Ja, können wir machen, aber ich weiß gar nicht, wie viel. Ich weiß gar nicht, wie viel. Genug Speicher. Noch, nein, Akku. Genug Akku. Ja. Ich kann auch 2 Stunden aufnehmen. Irgendein Film. Zwei Stunden kann ich noch aufnehmen. 2 Stunden kann ich noch aufnehmen. 2 Stunden. 2 Stunden. Basti, wir müssen morgen vielleicht doch nicht zu Luisa, hast du gelesen? Ja, wir müssen. Neusudes? Willst du jetzt den ganzen Weg filmen und wir labern oder willst du einfach so ein bisschen was filmen, wie das hier aussieht und so und dann Musik hinterlegen? Ich will keine Musik hinterlegen, ich will das hier machen, pass auf. Ich tue es mir sogar.
an meine Hand herum. Du weißt, Zeiten ist irgendwie. Wenn ihr schon die anderen Videos geschaut habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Und zwar: Alles bewegt sich, außer man selbst. Die ganze Welt. Oh, fuck, mir ist gerade entschwindlig. Leute, ich bin zu viel gedreht. Das erste Mal, wo wir Mario gespielt haben, werde ich auch ein bisschen was zusammenschneiden. Neues. Haare schön. Ich muss heute wieder zum Friseur. Der braucht eine Glatze. Dütz? Glatzen sind gut. Lass die. Dank! Ja, die liegen da schon kurz. Wollten wir dir noch was machen oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wohne ja nur hier. Ich glaube, wir wollten irgendwie da vorne sowas bauen. Einfach zumachen. Keine Ahnung. Keine raus, keine rein. Nö. Muss ich immer wieder umfahren. Das ist dann nett. Ja, sicher. Was holt ihr euch? Ey, ich wüsste schon. Ich weiß nicht, wo gehen wir überhaupt hin jetzt? Let's see, wir gehen. Keine Ahnung. Bei mir egal, also wir können zu Venezia, dann können wir uns halt so coole. So. Was alles steht. Ja, das können wir machen. Und dann können wir uns so Schnittenteile holen, so Bananensplit. Bam! Jetzt weiß ich wieder, wie es heißt. Ich werde mir zwei Kugeln holen und. Ja, meine ich ja, Venezia. So gut, vielleicht. Und da können wir dann auch zum Volksfest schon. Willst du jetzt den ganzen Weg führen? Ja, klar, ist doch cool. Ich weiß nicht, wie lange der Akku hält. Zwei Stunden? Nein, das ist die Kamera. Und wo, achso, der Akku ist aber bei zwei. Okay, wenn es auf eins ist, dann beende ich. Bei zwei geht es aber manchmal ziemlich schnell. Bei drei bleibt es am längsten. Um eins geht sofort vorhin. Weißt du, eins so und dann. Ich bin gerade über Chris Longboard drüber gesprungen, weil er ist runtergefallen. Und dann, ne? Ja, Jan rollt gerade. Also ab jetzt mache ich alle Vlogs. Ist jetzt auf Jans Kanal hochgeladen, aber das ist nur, weil ich ihn gehackt habe. Hi. Jan hört nichts, Jan weiß nicht, was ich vorhabe. Die Kamera klaue ich auch. Alles meins. Ab jetzt kommen überall immer Explosionen. Explosion. Alles explodiert. Ist der Mond. Man sieht ihn nicht, weil er so klein ist. Vielleicht sieht man ihn doch. Jetzt soll ich mir eigentlich kann ich die Hand wechseln, weil die Hand links umlauft. Hallo. Die Schieße, wo sie hingehen wollten, ist da. Ich weiß, sie ist da unten in Richtung Öffner. Oder? So sah es zumindest aus, keine Ahnung. Ich glaube da, wo, warte, du weißt doch, wo die Hülltreppe, heißt die so? Ja. Wo sie hochgeht. Und wenn du da, also wenn du unten bist und rechts, geht's doch dann den Berg hoch. Ja, zur Papierfabrik. Und den Berg, genau, da meinte ich. Ja, da wo ist das Öffner? Nee, ist mit dem Öffner was anderes, da hab ich gerade anders reingedacht. Also da meine ich. Aber das meinte ich am Anfang schon, ja. Da war doch mal so Internetcafé drin. Ach so, Internetcafé. Okay. Ist ganz modern, ne? Nee, aber die meinten, es gibt keine Probleme schon. Ja, es gibt ja eigentlich keine. Du hast einfach die ganze Zeit nur dein Gesicht. Ja, nein, man sieht, wie die Welt sich um mein Gesicht dreht. Leute, wir machen das alles in Timelapse. Und dann dreht sich alles und ich bin einfach die ganze Zeit nur so. Timelapse. Du machst das dann einfach so in 5-mal Speed. Aber wenn man das wirklich doppelt oder meint, fünfmal doppelt gemacht hat. Ja, sicher. Dann ist meine Stimme so hochgepitcht. Ja, vor allem wird das uns keiner sehen. Doch, das ist spannend. Leute, spannend, oder? Wohnt hier nicht die wundervoll. Die Kissi, ja, die wohnt da. Oder hat er gewohnt? Keine Ahnung. Was übernimmt meine Vlogs? Ich hab schon gesagt, den Leuten. Ja, ich glaube, es ist dein Kanal. Du weißt ja meine rein. Ja, und ändert das Passwort. Also, wenn da, wo ich vorhin gesagt habe, Explosion, wenn da Explosionen sind, dann ist es mein Kanal. Wenn ich zu voll bin. Dann ist es Jan. Dann tut es mir leid. Dann hat mein Plan nicht funktioniert, weil irgendjemand ihn verraten hat. Ich kann euch sehen. Da. Willst du fahren? Ich auch sehen. So, den Akku aufladen, bitte. Tschüss, Leute. Akku auf. Ich mach das. Oh. Wir machen das. Komm, Chris. Okay, Chris. Dreifaches Dutz. Dreifaches Dutz. Muss zählen. 1, 2, 3. Dutz! So, voll asynchron. So, Chris. Joa! Chris hat euch was zu sagen. Was hat Chris zu sagen? Was hab ich zu sagen?
Was habe ich zu sagen? Wer die Physik in Spielen machen. Achso, ja, die Physiker. Wer denn sonst? Ist doch voll logisch, oder? Deswegen heißt es ja Physik. Ja, genau, weil Physiker die Physik machen. Deshalb wird Chris Physiker. Er wird Physik in Spielen machen. Genau. Schwerkraft und Anziehungskraft und Masse zieht sich an. Solche Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern drei grundverschiedene Dinge sind. Lol, die Batterie lädt sich von alleine auf. Wenn Sie Physiker einfach mal über Spinnennetze gerade ein Game Design einsetzen würden, dann hätten wir ganz viel. Dann wären die Physics viel besser, ne? Ja, ist doch so. Ja, dann wären die realistisch. Dann würden wir so, die Sachen fallen mit so ungefähr 9,81 Meter pro Sekunde Quadratbeschleunigung ungefähr. Chris wird der erste Physiker, der dann bei Spielen die Physics macht. Und ich werde Explosionen machen. Um Chris herum. Überall bumm, 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 bumm. Immer wenn Chris irgendwas macht, Explosion. Voll Explosion rein. Und dann ist es gut. Ja. Das guck mal, ist immer noch übelst aufgeladen. Apropos Explosionen, wie vorhin schon erwähnt, wenn Explosionen kommen, wenn ich so mache, ihr seht es nicht, ich warte, bis wir wieder Licht haben, wenn ich so mache, wenn dann Explosionen kommen, dann hab ich das Video gemacht. Und wenn nicht, dann hab ich's gemacht, weil ich zu faul bin, irgendwelche Explosionen reinzumachen. Aber Flame Jan voll, weil er diese schönen Effekte einfach nicht reingemacht hat. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich bei Basti nochmal wieder. Ihr habt's gesehen, explodiert. Und dann tschüss. Dudes? Du auch? Du willst auch Dudes sagen. Komm nicht vorbei. Doch, oh, easy. Okay, tschüss. So, hallo Leute. Ja. Basti ist gerade nicht da. Und ich dachte, dann werde ich jetzt hier einfach den heutigen Tag, sag ich jetzt mal, Ben, vielleicht kommt er jetzt gleich auch mittendrin einfach rein. Dann ist es halt so, ist ja nicht schlimm. Und falls er noch böse ist, dass er nicht im Video ist oder so, oder es doof findet, dann kann er ja nochmal irgendwie von sich was ausnehmen, wenn er Lust hat, was ich dann rein schnell da kommt. Ja. Die Tür ist ultra krass dicht, man hört nur Ton, wenn man wirklich direkt an ihm steht und da kommt kein Licht schon durch. Ja, und ja, das war jetzt heute schon der letzte Tag, morgen fahre ich wieder nach Hause. Oh, wir vermissen alle Herren so sehr. Oh. Wir haben dich vermissen eigentlich. Komm her. Hm. Ja, Christoph war auch schon traurig und ja, passt schon. Wir werden ja trotzdem noch Kontakt haben und nächstes Jahr wird auch wieder was. Entweder komme ich hier hin oder vielleicht kommt auch was mal hier hin oder vielleicht kommen noch ein paar mehr mit dann zu mir oder so. Keine Ahnung, kann man ja alles, wir mal alles gucken. Ja, wir gehen Zeit. Halb Dacho zieht einfach zu dir. Ja, alle werden bei mir im Zimmer. Ja, sicher. Bringen wir alle die PCs mit und dann bis LAN-Party. Hol, Mann. 24-7 war. Ja, 24-12. Ja. Nein, 24-7. 24-14. So. 24-7 ist so, ja. Ich dachte schon. Ja. Und, ja. Ich weiß mal, was Chris mir mitgebracht hat. Endlich mal. Da kann man den 3DS reintun. Dann hat man auch rechts noch einen Joystick. Und nochmal. Nicht nur die normalen, sondern auch noch untere Tasten. Und damit kann man Monster Hunter spielen, weil da steuert man die Kamera. Und damit rollt man und macht Sachen und wehrt ab und skillt und ja. Alle Monster sind tot. Ja, ich habe jetzt heute nichts mehr aufgenommen. Ich meine, ich habe auch bei Ice nichts aufgenommen, nur danach ja das kurze mit dem Physics und so. Aber ich hatte erst mal überlegt, ob ich mir noch einen Milchshake mitnehme. Also ich habe mir einen Erdbeerbecher genommen und dann noch einen Milchshake. Und ich dachte, ich nehme mir noch einen zweiten, aber irgendwie habe ich es dann noch nicht mehr getan. Jetzt habe ich wieder Hunger, deswegen werde ich meine Mutter überreden, wenn wir noch, obwohl wahrscheinlich ist es dann zu spät. Ach, keine Ahnung, mal gucken. Weil irgendwie habe ich Lust auf Eis gerade noch. Beziehungsweise auf Milchshake. Ich habe halt voll Lust auf Milchshake. Aber ja, wir sind dann hier gewesen. Milchshakes sind lecker. Haben dann jetzt mit uns eigentlich ziemlich direkt nach unten geschillt. Und ja, was ich weiß nicht, Chris lag hier so, hat irgendwas mit seinem Handy gemacht. Und Basti und ich, also ich habe erstmal meine Pokémon rübergezogen von Soul Silver auf. Da habe ich mitgeholfen. Ja, auf Y. Also erst auf S2 und auf Y. Jetzt trainiere ich gleich noch wahrscheinlich ein bisschen meine Evoli-Entwicklungen. Was Basti macht, keine Ahnung. Ich trainiere mein Durengard. Vielleicht werden wir auch noch einen anderen Kampf machen oder zwei oder fünf. Das ist jetzt knapp über Level 50 und hat, wenn ich die Gestalt wechsle, über 200 Schaden Angriff und über 200 Spezialangriff. Ja. Such Damage, much kill. Weil eigentlich wollten wir jetzt nochmal zu dritt dann Pokémon zocken, ja, aber das hatte sein 3DS nicht dabei. Ja, hier am Tag hat er mit, da haben wir aber zu viel Wii gezockt, dass da keine Zeit mehr für war. Und naja, egal, wir können immer noch über Internet zocken. Ja.
Und wir werden auf jeden Fall ja, jetzt gleich vielleicht auch noch mal ein paar Nahkämpfe machen, wenn es geht. Und ja, dann werden wir uns noch fertig machen, dann werden wir pennen gehen. Und dann sehen wir uns morgen noch wieder, wahrscheinlich noch halt am kurz Zughafen. Ja, am Zughafen. Bahnhof. Ja, vielleicht werden, auch andere Leute. Vielleicht werden wir auch vielleicht auch vorher noch ein bisschen was aufnehmen oder so, wenn während Basti beim Zahnarzt ist. Ich schaue gerade mitten auf dem Bildschirm so, also sieht es vom Bildschirm aus, als würde ich dir mitten in die Augen schauen. Ein bisschen. Faszinierend. Ja. Und das war's dann. Wir werden nicht mehr gemacht, außer dass wir jetzt gleich noch die Gleise nachgucken müssen. Mhm. Schau einfach am Handy, oder? Ja, sonst mache ich den Computer nochmal an. Ja, müssen wir jetzt gucken. Wir gucken jetzt gleich einfach, weil bei mir steht auf der Bank halt einfach kein Gleis. Und vor allem, erst müssen wir den Einsteiggleis gucken. Gut, das können wir jetzt nur noch an der Station dann, wo der richtige ist. Ja, dann das sieht wir aber. Einfach, da kommen wir noch. Aber dann muss ich noch gucken, auf welchen Gleis ich ankomme in Essen. Da muss ich den, dann muss ich den gleich suchen, wo ich umsteige. In Essen gehst du irgendwo. Ja, da steige ich mit um. Gibt's und da dann. Kannst du Essen? Da musst du den Ton reinmachen, was ist mal gucken. Lustig. Mal gucken. Dann, wenn du es nicht machst, dann stehe ich als Volldepp da. Sitze ich da. Ich bin aber faul. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, und dann werde ich in Ablösen aussteigen. Ich in Münster, weil es kürzer ist und ich dann eher da bin und so. Und das war's dann für heute. Über meine Augen ist gerade so ein 25p, 17 Megabyte pro Sekunde. Aber ihr werdet es nicht sehen, weil nur wir es sehen. Und ich nicht. Bam. Ja, gut, dann hoffe ich, heute habe ich zwar nicht viel, haben wir nicht viel aufgenommen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem doch gefallen. Wir haben ungefähr einen Marathon von mir. Der dauert, bis die Batterie leer ist. Ja, gut, stimmt. Ja, aber es ist nicht, sagen wir so, es ist nicht so viel passiert. Es ist nichts Sinnvolles passiert. Ja. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und ja, bewertet es gut, wenn es gut war. Bewertet es schlecht, wenn es schlecht war. Aber lasst dann wenigstens Kritik da. Und sagt, wieso sag, ist schlecht bewertet, weil wenn ihr es nur schlecht bewertet, dann weiß man nicht, egal ob ihr wirklich einen Grund habt, weil ihr den Grund nicht genannt habt. Absolut, und dann kann er den Grund nicht wissen und sich nicht verbessern und dann bleibt es immer so schlecht und dann seid ihr schuld, wenn es schlechte YouTuber gibt. Bam! Das ist mir noch so cool, die Brille aufsetzt, vor allem weil es nicht mehr ein Sonnenbrille ist. Ich bin's. Superman. Nicht. Ich bin's. Bruce Wayne. Der Superman ist, das weiß noch niemand. Ja, auf jeden Fall, dann willst du es wie immer machen. Oder Clark Kent. Oder Spider-Man. Okay, ich sag tschüss. Dudes?